Hallo liebe Lamas, ich bin Alex von BoardGameJunkies.de und heute rezensieren wir das Grimoire des Wahnsinns. Es ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 60 bis 90 Minuten und ist jetzt auf Deutsch erschienen beim Heidelberger Spieleverlag. Das englische Original, The Big Book of Madness, ist erschienen bei Yellow und zwar zur Spiel 2015. Es ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel, in welchem wir Zauberlehrlinge verkörpern, die das Grimoire des Wahnsinns geöffnet haben und damit böse Monster in die Welt gelassen haben. Und wir müssen uns nun um diese bösen Monster kümmern. Wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt in der Regelerklärung an. Wie funktioniert das Grimoire des Wahnsinns nun? Ich habe hier schon mal ein 2-Spieler-Setup aufgebaut, aber bin damit noch nicht komplett fertig. Den Rest machen wir jetzt nämlich zusammen. Hier sieht man einmal den Ritualmarker. Der wandert jeden Zug eins weiter und immer wenn er hier einmal rumgewandert ist, ist eine Runde vorbei. Hier haben wir den Rundenmarker. Mit dem geben wir einmal den Schwierigkeitsgrad des Spiels an. Schwierigkeitsgrad 1, 2 und 3. Und er ist 6 Runden lang. So lange haben wir Zeit, das Buch zu besiegen. Hier haben wir das Buch, das Grimoire des Wahnsinns. Dies wird zusammengestellt, indem man einmal eine Endekarte dahin legt. Davon gibt es nur eine, also es ist genau die. Dann zieht man zufällig 5 Buchseiten aus einer ganzen Möglichkeit voller Buchseiten. Diese 5 Buchseiten haben immer 2 Seiten, ein Monster und eine Bedingung, was passiert, wenn man ein Monster nicht besiegt. Mit diesen Dämonenköpfen, also mit der Bedingung nach oben, legen wir diese 5 Buchseiten jetzt auf die Endekarte. Und zu guter Letzt ein Buchrücken von 4 möglichen, einfach auch zufällig gezogen, oben drauf gelegt. Und gut ist, das ist unser Grimoire des Wahnsinns. Dieses Grimoire des Wahnsinns wollen wir innerhalb von 6 Spielrunden durchspielen. Wenn wir das schaffen, haben wir das Spiel gewonnen. Schaffen wir es allerdings nicht, haben wir verloren, also innerhalb einmal dieser 6 Runden, wenn wir zum Beispiel 7 Runden brauchen würden. Oder ein Spieler hat verloren, wenn er am Ende seines Zuges 6 dieser Wahnsinnskarten auf der Hand hat. Diese Wahnsinnskarten bekommt man im Laufe des Spiels für unterschiedliche Aktionen oder durch Flüche. Und man muss halt gucken, dass man die dann wieder von seiner Hand wegbekommt. Denn im Grimoire des Wahnsinns haben wir einen Deck-Building-Mechanismus. Das heißt, wir haben zu Beginn, hat jeder Spieler ein Kartendeck und dies wertet er im Laufe des Spiels auf und lernt neue Fähigkeiten, um damit eben agiler sein zu können, bessere Zauber sprechen zu können. So, dann gucken wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben hier einmal die Elementkarten. Und zwar Feuer, Erde, Luft und Wasser mit dem Wert 2 und 3. Die sortiert man aus und legt sie nebenhin. Dazu die passenden Tokens, die man eventuell für Zauber benötigt. Dann haben wir hier die Flüche. 4 Elementfluch, Feuerfluch, Wasserfluch, Erdefluch, Luftfluch. Diese kommen mit dem Grimoire des Wahnsinns dann ins Spiel, also auch aussortieren und bereitlegen. Hier haben wir die Bibliothek an Zaubern, die wir lernen können, auch sortiert nach den 3 Elementen. Es gibt mehrere dieser Zauber und von jedem Zauber suchen wir einen Dreier, einen Zweier und einen Einser raus, legen den beiseite bzw. suchen ihn zufällig aus und decken den Einser auf, das ist der, den man zuerst lernen kann. Jeder Zauber hat Kosten, die es kostet, um diesen zu lernen in Elementen und einen Effekt und Kosten, um ihn auszuspielen. Das heißt, lernen und aktivieren sind 2 unterschiedliche Dinge. Dann haben wir hier die Spielertafeln. Wir haben hier einfach mal 2 raus. Es gibt ganz unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Startdecks und unterschiedlichen Fähigkeiten. Da sollte man nur darauf gucken, dass man möglichst viele unterschiedliche Elemente hat, zu erkennen an den Farben. Hier haben wir also einen Grünen, einen Erde und einen Luftmagier. Hier steht, wie das Startdeck zusammengesetzt wird. Da nimmt man sich dann die einzelnen Elementkarten raus, setzt das zusammen und mischt das Deck gut durch. Zusätzlich hat jeder Spieler Startzauber, nämlich Wachstum, Verbrennung, Eis und Telepathie. Dann gibt es auf der Rückseite von diesen Spielertableaus auch noch eine Zugübersicht. Jeder Charakter hat auch noch Unterstützungsfelder. Man kann also Zauber bzw. Elemente auch in so ein Unterstützungsfeld spielen, um es für später parat zu haben. Damit haben wir jetzt eigentlich den Aufbau gemeistert. Jetzt zieht jeder Spieler noch 6 Karten von seiner Starthand. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt gehen wir ganz normal die Phasen durch. Die erste Phase eines Zuges, das hier grün ist der Startspieler, ist die Konzentrationsphase. Das bedeutet, alle Zauber, die wir benutzt haben, werden wieder bereit gemacht. Benutzt man einen der Zauber, wird er um 90 Grad gedreht. Das heißt, man kann ihn dann nicht mehr benutzen, er ist erschöpft. In der Konzentrationsphase wird er bereit gemacht. Dann haben wir die Monsterphase.
Jetzt in dem Fall, weil noch nichts aufgedeckt ist, wird das Monster aufgedeckt, die erste Seite. Hier sehen wir das Monster, hier sehen wir, was passiert, wenn wir es besiegen können oder nicht besiegen können. Wie besiegt man ein Monster? Erstmal kommen jetzt für das Monster Flüche ins Spiel. Und zwar von links nach rechts. Ein Feuerfluch, ein Luftfluch und ein Erdefluch. Und diese Flüche müssen wir bannen, indem wir so viele Elemente abgeben, wie auf dem Fluch angegeben. Also immer 4. Haben wir es geschafft, innerhalb von 5 Zügen alle Flüche zu bannen, haben wir das Monster besiegt. Ansonsten kommt die nächste Seite und wir müssen die Konsequenzen tragen. Das also die Monsterphase. Jetzt gehen wir in die Aktionsphase und wir können uns anschauen, was ein Spieler so machen kann. Erstmal hat man als Spieler ja jetzt 6 Elemente auf der Hand. Zwischen 1 und 1 Zweier kann man auf der Hand haben. Das ist die Bedingung des Startdecks. Was kann ich mit diesen Elementen nun machen? Erstmal sollte ich sie vielleicht sortieren, um den Überblick zu haben, was ich denn alles habe. Ich habe jetzt hier 3 Grüne. Das ist fast genug, um diesen Zauber zu bannen. Das heißt, ich könnte 4 Grüne abgeben, um diesen Zauber zu bannen. Abgeben, also ablegen, ganz normaler Deckbilder-Mechanismus, auf den Ablagestapel, den Zauber bannen, also aus dem Spiel entfernen. Das ist aber nicht der Fall, denn ich habe nur 3. Für 2 oder 3 könnte ich mir jeweils die bessere Version eines Elements nehmen. Das heißt, das kennt man zum Beispiel von Dominion, Geld aufwerten. So funktioniert das hier mit Elementen aufwerten. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch hier für 2 Elemente einen neuen Zauber lernen. Ich habe Platz für 5 Zauber, also einen Zauber kann ich auf jeden Fall noch lernen. Möchte ich einen weiteren Zauber lernen, dann muss ich einen meiner bisherigen Zauber entfernen, verbannen. Ich kann auch für 2 Zauber eine Wahnsinnskarte bannen. Wenn ich so eine Wahnsinnskarte auf der Hand habe, kann ich 2 Elemente abgeben, um die zu bannen, dann kommt sie wieder auf diesen Wahnsinnsstapel. Hat ein Spieler am Ende seines Zuges 6 Wahnsinnskarten auf der Hand, die bekommt man mit der Zeit ins Deck, hat er das Spiel verloren bzw. scheidet aus und der Rest muss ohne ihn weiterspielen. Das gilt es natürlich dringend zu verhindern. Und zu guter Letzt kann ich noch meine Zauber, die ich hier habe, ausspielen. Hier stehen immer die Kosten, jeweils bei den Anfangszaubern ein je Element davon. Und für jedes Mal, wo ich diese Kosten quasi nochmal bezahle, erhöht sich der Effekt um 1. Zum Beispiel am einfachsten an der Karte Wachstum festzumachen. Bei Wachstum bezahle ich eine grüne Karte und darf eine Karte ziehen. Ich könnte jetzt allerdings 3 grüne Karten bezahlen, Wachstum benutzen und 3 Karten von meinem Ablagestapel von meinem Deck ziehen. Das hat mir jetzt leider nichts gebracht. Ich kann immer noch keinen Fluch bannen. Jetzt könnte ich noch weitere Zauber benutzen. Oder ich kaufe einfach einen Zauber. Denn ich darf in meinem Zug so viele Aktionen machen, wie ich möchte. Das einzige Limit ist quasi, wenn ich keine Elemente mehr auf der Hand habe, kann ich auch nichts mehr machen. Wir könnten jetzt also hier für 2 können wir diesen Zauber kaufen. Der macht, lege eine beliebige Karte aus deinem Ablagestapel in deine Unterstützungszone. So. Jetzt habe ich meinen 5. Zauber gekauft und hier wird jetzt der nächste aufgedeckt und auch der kostet wieder 2 Elemente. Wenn ich jetzt meinen Zug beende, muss ich wieder auf 6 Karten aufziehen, also ziehe ich 2 weitere. Wäre jetzt der Fall, dass ich nachziehe und nicht mehr nachziehen kann, bekomme ich eine Wahnsinnskarte auf meinen Ablagestapel. Der Ablagestapel wird gemischt und wird zum neuen Deck. Das bedeutet, dann habe ich schon die erste Wahnsinnskarte in meinem Deck und damit schon wieder die Chance, dass ich diese Wahnsinnskarte ziehe, mich damit also blockiere und natürlich schon einen Schritt näher am Spiel verlieren bzw. am Ausscheiden dran. Das war jetzt hier nicht der Fall, denn ich habe ja 6 Karten gezogen, also auf 6 aufgezogen, habe also noch eine in meinem Ablagestapel und entscheide mich, dass der nächste Spieler dran ist. Der nächste Spieler... Das bedeutet, wenn ich meinen Zug beende, geht erstmal der Ritualmarker 1 weiter und jetzt auf das Feld 2. Und damit tritt der Fluch in Kraft, der darunter steht. In diesem Fall wäre es, jeder Spieler muss die obersten 2 Karten seines Nachziehstapels auf seinen Ablagestapel legen. Das geht hier nicht, das ist in Ordnung. Und hier sind schon mal, bumm, 2 weg. Das heißt, damit ist man schon mal näher am Wahnsinn dran. Jetzt habe ich es nicht geschafft, einen Fluch zu bannen, vielleicht schafft es ja der andere Spieler. Er hat 4 Feuerelemente auf der Hand, nutzt die Gunst der Stunde,
mit 4 Feuerelementen wird der Feuerfluch gebannt. Das ist jetzt natürlich insofern doof, als dass der Feuerfluch schon aktiv geworden ist. Trotzdem müssen wir alle Flüche bannen, um das Spiel überhaupt gewinnen zu können. Beziehungsweise, das ist auch nicht ganz richtig, man kann mit Absicht auch quasi die Konsequenz tragen, wenn man es nicht schafft, um dann mehr Karten und besser vorbereitet zu sein für das nächste Monster. Jetzt werden wieder 6 Karten nachgezogen. 4 haben wir. Damit ist der Fall, der Ablagestapel muss gemischt werden. Eine Wahnsinnskarte kommt mit rein. Wir mischen. Ziehen 2 Karten nach. Und der nächste Spieler ist an der Reihe, damit also wieder grün. Und der Ritualmarker wandert wieder eins weiter. Jetzt werden beide Flüche aktiv. Hier bedeutet das, jeder Spieler erhält eine Wahnsinnskarte, die er auf seinen Ablagestapel legen muss. Damit haben wir schon wieder die zweite Wahnsinnskarte. Und hier bedeutet es, jeder Spieler muss eine Luftkarte ablegen. Also eine blaue. Gucken wir mal. Ja, 3 blaue, das ist jetzt schon ärgerlich. Muss eine ablegen. Und er hat auch eine, muss sie ablegen. Ebenso ärgerlich. Jetzt macht er wieder ganz normal seinen Zug, wie wir es schon gesehen haben. Aber zuerst natürlich die Konzentrationsphase vergessen, der Zauber wird wieder erfrischt. So macht man das reihum, bis eben der 5. Zug vorbei ist und dann geht es zum 6. Zug. Wenn bis dahin alle Flüche gebannt sind, kein Problem, die nächste Seite wird aufgeschlagen und der Erfolg wird vorgelesen. Das wäre in diesem Fall, jeder Spieler darf eine Elementkarte aus seinem Ablagestapel bannen. Wer das tut, erhält eine Karte des gleichen Elements, deren Wert um 1 höher ist und nimmt sie auf die Hand. Wir haben dadurch also ein besseres Element bekommen. Haben wir es allerdings nicht geschafft, weil noch ein Fluch da liegt, dann tragen wir dafür die Konsequenz und jeder Spieler erhält eine Wahnsinnskarte und legt sie auf den Ablagestapel. Auf jeden Fall wird die nächste Seite aufgedeckt und das nächste Monster kommt ins Spiel. Das bedeutet, die Flüche, die bisher da waren, werden abgeräumt und die neuen Flüche werden hingelegt. Auch hier muss man jetzt noch bedenken, der Rundenmarker wandert eins weiter. Wir sind ja jetzt in der 2. Runde auf der 2. Seite des Buches. Sind wir jetzt auf der 3., 4., 5., 6. Seite oder je nach Schwierigkeitsgrad auch noch früher, kommen noch die 4 Elementflüche dazu. Hier braucht man von jedem Element einen, um diesen zu bannen. Somit erhöht sich dadurch im Laufe der Zeit auch noch die Schwierigkeit zusätzlich und darüber wird dann auch der Schwierigkeitsgrad angepasst. So versucht man in das Grimoire des Wahnsinns also Zauber zu lernen, Zauber zu benutzen, sich abzusprechen, welche Karten legt man in die Unterstützungszone, denn, das habe ich jetzt nicht erklärt, Karten aus der Unterstützungszone kann ich jederzeit mitbenutzen. Somit kann ich mich quasi vorbereiten, um später, also man sollte nicht einfach alle Karten rausblasen, sondern eben vorbereiten, mitbenutzen und damit planen. Und so ist Grimoire des Wahnsinns ein kooperativer Deckbuilder, in dem man zusammen versucht, dieses Buch zu besiegen. Und ich denke, damit habe ich alle Regeln, die relevant sind, um das Spiel zu verstehen, erklärt. Es sind noch ein paar kleine Details, die ich jetzt ausgelassen habe, aber das sollte man sich eben anschauen, wenn man das Spiel vor sich hat und auch mal gespielt hat. Und jetzt gehen wir in die Rezension. Ja, wie ist denn nun meine Meinung von Das Grimoire des Wahnsinns? Ich habe ein paar Punkte dazu aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Aber alles in allem kann man sagen, Das Grimoire des Wahnsinns ist ein wirklich gutes Spiel. Es macht Spaß, es hat ein hohes kooperatives Element. Das heißt, wir müssen wirklich zusammenarbeiten, wir müssen uns absprechen. Wir haben immer nur diese 5 Züge Zeit, ein Monster zu besiegen. Und da ist eben ja komplette Kooperation gefragt. Da kann keiner einfach vorpreschen oder einen Alpha-Leader groß ausspielen. Denn jeder muss nach seinen Möglichkeiten handeln. Des Weiteren haben wir da ein Spiel mit hoher Variabilität. Einerseits, was die Schwierigkeitsgrade angeht. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade und gerade der 3. ist dann doch schon wirklich knackig, sodass man da lange dran Spaß haben wird. Und der 1. ist tatsächlich eher so zum Einsteigen in das Spiel. Wir haben aber auch mehr Charakter, als es die Spieleranzahl hergibt. Wir haben Buchseiten einige. Wir haben unterschiedliche Zauber. Wir haben unterschiedliche Buchdeckel. Das heißt, jede Runde ist eigentlich anders als die davor. Man kann nicht nach Schema F vorgehen und sagen, ja, okay, letzte Runde haben wir so gewonnen, das machen wir genau so wieder. Das funktioniert nicht. Eventuell hat man andere Zauber, es sind andere Buchseiten, andere Monster. Man hat wahrscheinlich dann auch andere Charakter.
Und so hat man eigentlich immer ein anderes Spielerlebnis, ein unterschiedliches Spielerlebnis. Und das ist wirklich eine der großen Stärken dieses Spiels. Vom Mechanismus her haben wir ja hier eher ein mathematisches Problem. Wir haben Elemente und um einen Fluch zu bannen, brauchen wir im Wert von 4 eben diese Elemente. Dazu haben wir Karten mit 1, 2 und 3. Das ließ sich mathematisch komplett runterbrechen. Wenn da eben nicht die Zauber wären, die Fähigkeiten der Charakter und das Thema. Das Ganze wird so extrem vom Thema getragen, beziehungsweise das Thema ist so gut in dieses mathematische Problem integriert, dass man wirklich Spaß daran hat. Also selbst meine Partnerin, die mit mathematischen Problemen eigentlich keinen Spaß hat und erstmal nur gesehen hat, oh, da steht nur 1, 2 und 3 auf den Zahlen, hat wirklich Spaß an das Grimoire des Wahnsinns gehabt. Und das ist eine der großen Stärken meiner Meinung nach. Die Regel ist eigentlich sehr gut verständlich. Also was ist eigentlich? Wir hatten keinerlei Probleme damit. Ich denke, jeder kann damit klarkommen. Das ist sehr schön beschrieben eben, wie es dann, wie der Spielablauf ist und wie die einzelnen Phasen aussehen. Da hat der Heidelberger Spieleverlag bzw. Yellow alles gut gemacht. An der Übersetzung habe ich auch nichts auszusetzen. Da habe ich jetzt keine Fehler gefunden. Das Einzige ist wirklich das Spielmaterial. Das Spielmaterial biegt sich bei mir durch. Besonders die quadratischen Zauberkarten, die sind so schön gebogen und das Spielbrett hat sich auch so gebogen. Das kenne ich und ist normalerweise nichts, was ich jetzt kritisieren würde, weil das gibt sich nach einer Nacht draußen liegen wieder. Bei dem Grimoire des Wahnsinns hat sich das jetzt leider nicht gegeben. Das heißt, ja, ich werde damit leben müssen, dass mein Spielmaterial ein bisschen gebogen ist. Das tut dem Handling des Spiels keinen Abbruch und ist fürs Spiel selbst nicht schlimm. Es sieht halt nur nicht ganz so schön aus. Dann noch ein letztes Wort zu den Spielerzahlen. Es geht von 2 bis 5 Spielern und ja, es funktioniert von 2 bis 5 Spielern ohne Abstriche. Zu zweit funktioniert es super, zu fünft funktioniert es super, zu dritt, zu viert absolut kein Problem. Das ist eben dem kooperativen Deckbuilding-Mechanismus geschuldet. Zu zweit ist man halt öfter dran, man zieht mehr Wahnsinnskarten, aber ansonsten macht es keinen großen Unterschied. Auch die Downtime ist wirklich zu vernachlässigen, denn es gibt genug Fähigkeiten, die einen auch Dinge im Zug eines anderen machen lassen. Beziehungsweise man fiebert mit, man überlegt, okay, wenn du jetzt den Fluch bannst, dann habe ich noch das und das, um dann das zu machen. Und du kannst mit Telepathie mich eine Aktion machen lassen, dann kann ich den Fluch noch schnell bannen, dann haben wir es geschafft. Da ist also wirklich, ja, Kooperation und keine Downtime, so wie man sich es bei einem solchen Spiel wünschen würde. Und ich bin ja im Großen und Ganzen wahrlich kein Fan von Deckbildern. Puzzle Strike war das der letzte Deckbilder, beziehungsweise ja, das Deckhausspiel, das mich, was das angeht, begeistert hat. Dominion, damit kann man mich mittlerweile jagen. Das Grimoire des Wahnsinns ist wieder ein Spiel, was mich mit einem Deckbuilding-Mechanismus begeistert. Und dahingehend kann ich es eigentlich jedem empfehlen, der solche Spiele, der dieses Thema mag, der kooperative Spiele mag und der sich mit Deckbildern anfreunden kann. Generell probiert Grimoire des Wahnsinns einfach aus. Ich bin Alex von BoardGameJunkies.de. Und das war meine Rezension zu Grimoire des Wahnsinns auf Spielama. Macht's gut! Hallo, ich bin zurück von meiner Weltreise und weiter geht's hier auf dem Kanal mit Rezensionen von mir. Wir schauen uns heute Seven Wonders Duel an. Das ist sozusagen der kleine Bruder von Seven Wonders. Und Seven Wonders Duel ist für 2 Personen und das ist ein bisschen erstaunlich, denn in Seven Wonders gab es ja schon eine 2-Spieler-Variante. Ja, und ob man jetzt Seven Wonders Duel braucht, wenn man Seven Wonders